Gelesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 20. September. Und Jesus legte seine Hände auf ihn. Markus 8, Vers 23. Einer meiner Freunde leidet häufig an fürchterlichen Kopfschmerzen. Eines Tages nun entdeckte er ein Bild, das der Maler Wilhelm Steinhausen zu unserem Textwort geschaffen hat. Da sieht man den blinden Mann. Er hat beide Hände erhoben wie ein Soldat, der sich gefangen gibt. Er hat sich ganz in die Hand des Herrn Jesus gegeben. Ergreifend hat der Maler das Gesicht des Mannes dargestellt. Es ist, als sehe man darin alle Enttäuschungen und Qualen seines Lebens. Und auf diesen armen, zerquälten Kopf liegt nun die Hand des Herrn Jesus. Diese Handauflegung drückt unendliches Erbarmen, unermessliche Liebe und reichen Trost aus. Mein Freund hat sich dieses Bild seinem Bett gegenüber aufgehängt. Jeden Morgen sieht er es als erstes. Die Heilandshand auf dem armen Kopf des Elenden. Mein Freund sagte, so macht es nun der lebendige Herr Jesus mit mir. Er legt mir die Hand auf meine schmerzende Stirn und sagt zu mir wie einst zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich spüre seine Hand, die für mich am Kreuz durchbohrt war, und er bestätigt mir, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Er legt seine Hand auf mich und versichert mir, ich bin gekommen, dass du das Leben und volle Genüge haben sollst. Er nimmt alle Verzweiflung aus meinem Herzen, wenn er mir sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. In einem unserer schönsten Lieder heißt es, ach mein Herr Jesus, dein Nahesein bringt großen Frieden ins Herzen hinein. Herr, wir danken dir, dass du so gnädig an den Deinen handelst. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.